Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part des Assassin's Creed Brotherhood hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Es geht weiter und nachdem wir Leonardo im letzten Part wiedergefunden haben und ich gucke jetzt mal, welcher Tunneleingang hier am nächsten ist. Ich glaube, den werden wir hier nehmen, ne? Um dahin zu kommen. Ich glaube schon, hier den zur Kaserne. Da können wir einiges noch tun, ne? Hier können wir auch noch... Also ich glaube, es wird jetzt erstmal ein bisschen dauern, bevor wir hier die Hauptstory wieder weitermachen. Vielleicht werden wir diesen Part uns erstmal um ein paar Sachen wieder kümmern. Ich habe jetzt mal hier seine Violine umgeschmissen, weil der mich genervt hat, der Typ. Genau, Leonardo haben wir gefunden im letzten Part. Wir haben ihn wiedergefunden, unseren guten Freund Leonardo. Er musste ja den Borgian hier, Kriegsmaschinen etc. pp. erfinden. Und hat sicherlich einige gute Insider-Infos. Und wir können uns auch nur heimlich mit ihm treffen. Warum ist die Musik gerade so krass? Ich würde niemals im Leben meine eigene Gesundheit vernachlässigen. Das ist das Wichtigste, was man hat. So, Tunneleingang ist hier. Sehr schön. Und wir wollen da oben hin irgendwo. Schauen wir mal, welcher Tunneleingang das sein könnte. Da. Der müsste das sein. Dann schauen wir mal, was wir hier alles erledigen können. Ich weiß gar nicht, ich werde versuchen vielleicht sogar. Mal gucken. Ich glaube, ich werde da nicht achten. Ich werde einfach... Wie wollen wir das machen? Na, was heißt, wie wollen wir das machen? Ich nehme ja viel im Voraus auf. Ich glaube, ich werde einfach immer die rekrutieren, die immer hier in der Nähe sind, oder? Alles andere macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Jetzt irgendwie darauf zu achten, dass Hälfte Männlein, Hälfte Weiblein ist, ist, glaube ich, Kinderkram, oder? Oder? Ja, doch, das ist Kinderkram. Doch, ich empfinde das als Kinderkram. Oh, ich kann da echt noch nicht hin. Oh, Mann, Gebiet noch nicht verfügbar. Buh. Uncool. Müssen wir hier unten hin. Oh, hier haben wir Auftragsattentate. Leute, da können wir noch attackieren. Gehen wir da mal hin? Können wir noch mal ein, zwei Auftragsattentate machen und dann haben wir da auch noch einen Tunneleingang in der Nähe. Das Kolosseum ist immer wieder ein genialer Anblick. Ich werde es irgendwann in echt auch sehen. Ich werde es irgendwann in echt sehen. Ich will da so sehr hin. Auch hierfür könnten wir wieder Assassinen rufen, aber... Nee. Ist das wieder für einer? Halt, nein! Ich wollte den Typen hier rammen. Ist das wieder ein Dieb hier, Alter? Den Bürger helfen mir, ja, ich helfe dem Bürger gleich. Ich will nur den Typen hier eben umrammen. Hier, komm her! Zack! Oh, Akonit und 1500. Lol. Oh, ich habe LB gedrückt. Unser Rekrut hat den umgelegt. Ups, das wollte ich nicht mal. Es tut mir leid, aber dem Bürger da oben helfen wir. Oder der Bürgerin. Männlein oder Weiblein? Oh, Männlein. Dann helfen wir dem mal, wa? Die interessieren sich gar nicht für uns, das finde ich so lustig. Zack, oh, beide Klingen in den Rücken gerammt. Und so sind wir wieder in der Waage. Die Befreiung Roms hat begonnen, Kollege. Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, mille grazie, amico. Ihr kämpft gut und... wie es scheint, für die gerechte Sache. Könnt ihr einen Mitstreiter gebrauchen? Yes, können wir, mein Freund. Tritt bei. Und erfülle mich mit Stolz. Sehr schön. Ein weiterer Mitstreiter, der der Gilde beigetreten ist. So, kriegen wir hier... Tut es weh, wenn wir hier runterspringen? Nö, von hier aus geht das. Sehr gut. Weiter geht's. Wir können auch einfach mal das Pferd rufen, ne? Ich glaube, auf so einer Strecke macht das schon durchaus Sinn, das Pferd zu rufen. So eine offene Strecke. Was haben wir denn hier für Auftragsattentate? Ich weiß gar nicht, ist ja ein Taubenschlag. Ist das jetzt auch hier, können wir hier unsere Assassinen... Tatsache!
eigenen Kurier angreifen, wurde erfolgreich abgeschlossen. Jawohl. Es gab Kohle und XP natürlich. Rinaldo Rocker ist jetzt auf Stufe 2. Servitore, Fähigkeitspunkte verfügbar. Nächste Stufe nach 20 EP. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Valeria Viozzi ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Valeria, willkommen. Ein weiteres Signal. Ein Historiker angreifen wurde auch abgeschlossen. Genau, wir bekommen ja auch noch Geld dazu. Fabiola Fornari ist jetzt auch Stufe 2. Und Bettina Aliotti ist jetzt auch Stufe 2. Und ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Ermanno Erba ist der Assassinen-Gilde beigetreten. Alter, lol. Der einen coolen Bart? Hat der jetzt auf einmal einen Bart? Der sieht aus wie der Teufel in Person. Der hat jetzt einen Bart? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, sie hat einen Fähigkeitspunkt. Und den können wir verteilen. Und wo verteilen wir den? Auf Attacke. Ja, Mann. Sie hat einen Dolch. Sie hat jetzt einen Dolch. Finde ich gut. Unsere Bettina. Bei ihr gehen wir mal auf Verteidigung, damit sie ein bisschen mehr aushält. Und Rinaldo, was kann ich dir geben? Dir gebe ich auch eine Waffe. Du bist ein Kerl, du brauchst eine Waffe. So, Valeria. Ah, der hat nur sein Dingens bis nach oben gezogen. Das war die sehr junge, ne? Die sieht wirklich sehr, sehr jung aus. So, wollen wir gleich mal hier gucken. Oder wir machen die in Schwarz. In Schwarz sehen die auch cool aus. Wir bleiben erstmal hier beim Azur. Alter. So, was haben wir denn? Hier haben wir eine Mission für uns. Taktische Korrektur. Cesare ließ einen seiner besten Strategen zurück nach Rom rufen. Er ist eine wichtige Persönlichkeit, deswegen reist er mit Pferd und Eskorte. Mich durch beides sollte kein Problem sein. Nicolo. Die Erinnerungen in weniger als 2 Minuten abschließen. Jo, das Ziel eliminieren wir gleich. Ich hoffe, die Zeit läuft jetzt nicht weiter. Ah, hier haben wir die Geschichte. Genau, 2 erfolgreiche Aufträge. Das können wir uns hier eigentlich immer nachlesen. Also das, was wir hier geschafft haben. Ich möchte die Leute eben noch losschicken. Ne? Wir wollen ja hier keine Zeit verschwenden. Versuchen wir nochmal bei Konstantinopel was zu machen. Ja, komm, wir versuchen es. So, hier haben wir unsere Level 2er. 5 Leute kann man übrigens insgesamt auf ein Dings schicken. Wollen wir 100% machen und dann alle was aufsteigen oder ja, wir machen das? 96% sollte hoffentlich reichen. Werden für 8 Minuten nicht verfügbar sein, also wird das doch wohl 8 Minuten sein. Und wollen wir mal gucken, dass wir hier Köln reinigen, einen Diplomaten angreifen. Ich werde das jetzt nicht immer vorlesen. Das schaffst du, mein Freund. Säubere Köln bitte für uns. Und das Ziel eliminieren. Pferd, komm mal her. Wir müssen ja jetzt hier unser Auftragsattentat. Ziel eliminiert, 0 von 5. Warum denn jetzt 0 von 5? In weniger als 2 Minuten, wie soll ich das denn in weniger als 2 Minuten schaffen, Alter? Vor allem, wenn die Pferde so langsam laufen. Oder sind die alle auf einen Fleck? Das wäre natürlich nice. Ja, fast. Da stand nichts von nicht erkannt werden, ne? Aber vielleicht ist er doch in unter 2 Minuten machbar. Ja, gut, jetzt hätte ich auch unsere Dudes gut behalten können. Gut brauchen können. Die ich jetzt losgeschickt habe. Aber okay, warte mal. Wir machen mal hier. Oh, 3 auf einmal erledigt, Alter. Und da ist der 4. auf einmal down. Oh, der schießt. Der Dude schießt. Na, dann komm mal her. Aua, nein. Ja. Runterholen und komm. Verrecke. Na, greif an. Ja, gut. Das war easy. Die Wurfmesser waren genial. Da ist auch noch ein Leonardo-Zeichen. Oh. Oh, und der hat 3 Wurfmesser dabei gehabt. Oh. Yes. Oh nein, da ist noch einer dabei. Auf dem Pferd. Nein, 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 nein. Und die schießen. Das tut weh. Au. Nein, schießen tut weh. Und ist gemein.
Dude, Alter, kämpf mit Schwert, du Pussy. Was für eine Pussy, ey. So, komm her, du Lutscher. Was ein Pisser. So, jetzt haben wir aber die Leute eliminiert hier. So, Medizin, haben wir wieder alles auf 100% erstmal? Ja. So, was können wir jetzt machen? Was können wir jetzt machen? Hier können wir jemanden rekrutieren. Das wollten wir machen, ne? Den Tunnel wollten wir noch machen. Aber vielleicht sollten wir erstmal den weiteren Assassinen da oben rekrutieren. Oh ja. Moment, wirft er die Wache da gleich runter? Der kann anscheinend ganz gut für sich alleine kämpfen. Holy shit. Ich glaube, der hat Bock. 3 auf einmal eliminiert. Nein! Oh mein Gott, der hat den echt runtergekickt. Oh mein Gott, Requiescat Tempace, das sollte doch unser nächster Rekrut werden. Alter, das ist jetzt echt bitter gelaufen. Quasi unser erster Tod unter den Rekruten, war. Was hat er dabei gehabt? Schauen wir mal. Nix, der hatte nix. Außer ein starkes Schwert. Freund, du hast ein vernünftiges Grab eigentlich verdient. Fuck. Du solltest für das Gute dienen. Und wie war es mit den jungen Frauen im Tod? Ich geb sie dir. Requiescat Tempace, mein Freund. Schade. Du wärst ein guter gewesen, glaube ich. Du hättest für das Gute gekämpft. Hermano Erba wurde zum Rang... Das waren jetzt aber keine 8 Minuten. Nee, das war, glaube ich, der Dude jetzt in Köln, ne? Der hatte, glaube ich, nur 3 Minuten oder so. Müsste man tatsächlich mal drauf achten. Oh, das ist wieder ein Taschendieb. Alle hinterher. Mit dem Pferd sind wir schneller. Oh, jetzt rennt der echt in ein Gebiet, wo wir nicht hin dürfen. Oh, fuck you, Alter. Wichser. Auch diese Musik gerade, das passt irgendwie gerade mega gut zu dem Dude, der da runtergefallen ist. Hi, hi. Ist jetzt schon bitter gelaufen, muss man einfach mal sagen, oder? Ich finde, das ist bitter gelaufen. Den Steckbrief können wir mal eben abreißen. Pferd bleibt da. Bitte. Natürlich ist das Pferd auf einmal weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Morgen wäre noch ein weiterer Bürger, den man retten kann, aber gerade nicht. Ist der Tunneleingang hier im Kolosseum? Kann das sein? Hi, hi. Komm, lass mich mal runter hier, Pferd. Und jetzt darfst du abhauen. Oh, hier können wir einen Bürger retten im Kolosseum. Oh ja, den müssen wir dabei haben. Wenn nicht der, wer dann? Wo ist denn der Bürger? Scheint oben zu sein, ne? Wollen wir mal versuchen, da hochzuklettern. Halt, Mist. Mann! Ich will doch da hochklettern, Dude. Herzio, stell ich jetzt nicht so an, bitte. Sehr gut. Dem Bürger helfen, jawohl! Wo können wir denn dem Bürger helfen? Wo ist denn der Bürger, dem wir helfen können? Ist denn noch weiter oben? What the fuck? Weit oben ist denn der? Tatsache. Der ist echt hier so weit oben. Den müssen wir retten. Oh nein. Wenn er stirbt, ist das dein Ende. Alle 4 auf einmal gekillt. Easy peasy lemon squeezy.
Die Befreiung Roms hat begonnen. Das haben sie verdient. Ich schulde euch mein Leben und schließe mich euch gerne an. Yes! Assassinen rekrutiert. Ein weiterer Assassine ist uns beigetreten. Jetzt müssen wir hier nur noch heil runterkommen. Und mit heil meine ich auch wirklich heil. Das heißt, kein Aua machen, halt dich fest, Ezio! Au, okay. Desynchronisiert. Ich würde mal sagen, unnötiger Tod, aber ja. Warum ist auch kein Heuhaufen unten? Sind wir immer noch in der Nähe hier irgendwo? Ja, das sieht gut aus. Moment, wir können wieder dem Bürger da oben helfen. Aber unser Dude ist trotzdem schon da, oder? Das mache ich nämlich jetzt nicht, dem da nochmal oben jemanden helfen. Das versuche ich schon so breit wie möglich zu fächern, auch wenn wir schon mal jemanden zwei auf der gleichen Stelle geholfen haben. So, was gibt es denn jetzt, was wir noch tun können hier in der Nähe? Hier den Aussichtsturm können wir mitnehmen, Leute. Da kommen wir noch nicht hin, das ist wieder diese virtuelle Grenze. Den Aussichtsturm, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Pferd, komm her. Komm her, mein Schimmel. Jung, was ist ein Schimmel? Das ist ein weißes Pferd. Für die, die es noch nicht wissen. So. Ach, da oben ist der Aussichtsturm. Okay, nice. Danke, Pferd. Beeil mich bald wieder. Wir hätten auch hier anfangen können. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Oder? Nee, wäre es nicht. Oh, hier höre ich schon wieder. What the fuck? Warum ist das auf einmal so laut? Mission der Feind meines Feindes wurde attackiert, ja. Pfeilhagel! Oh, es gibt jetzt der Pfeilhagel. Den können wir auch machen. Das werden wir uns bei nächster Zeit durchlesen. Ich weiß nicht, warum das gerade so laut war. Assistente stand da gerade. Ah, Pfeilhagel stand da gerade. Lesen wir uns aber in Ruhe. Warum ist das gerade so laut? Hab ich gerade meine Kopfhörer einfach nur lauter gestellt? Oder ist das Spiel gerade einfach unheimlich laut geworden? 18 von 24 Aussichtstürmen, ne? Wahnsinn. Was wir da schon abgezogen haben. Hier gibt es noch einen Doktor, den wir renovieren können. Sehr cool. Ich gucke gar nicht mehr auf die Flori. So, 9000 jetzt schon. Ich habe ein Elixier aus Blau. Ja, du hast ein Elixier. Ist cool. Ist cool, Dude. Was können wir denn hier noch machen? Wir können investieren. Nein, wir können nicht investieren. So, was können wir denn jetzt noch machen hier in der Nähe? Was hat denn der Aussichtsturm aufgedeckt? Einen weiteren Tunneleingang, aber da können wir wahrscheinlich noch nicht hin. Oder? Können wir da unten hin? Doch, da können wir hin. Da haben wir ja schon den Assassinenturm. Dann würde ich sagen, Pferd, wo bist du? Mein treuer Gefährte. Sorry an den Dude da unten. Lass uns da unten doch nochmal ein paar Sachen machen. Und einen Taubenschlag sollten wir auch mal wieder finden. Damit wir so schnell so viele Missionen wie möglich packen. Oh, der Pfeilhagel, das wird nice. Hä? Jetzt können wir hier unten doch nicht hin, oder was? Aber hier waren wir doch schon mal. Mann! Okay, Leute, dann bleibt uns, glaube ich, erstmal nichts anderes übrig. Als hier in der Nähe von unserer Hauptstory weiterzumachen. Zum Beispiel hier den Boricha-Turm. Schauen wir mal, ob wir da überhaupt rankommen. Da ist ein Taubenschlag. Seht ihr ihn auch? Da links? Da muss ich hin. Da müssen wir hin, Leute. Da müssen wir jetzt echt hin. Es könnten tatsächlich sogar 8 Minuten gewesen sein, ne? Wenn ich das jetzt mal so angeguckt habe. Pferd, danke. Eigentlich kannst du hier stehen bleiben. Aber wenn ich jetzt da reingehe in Taubenschlag, bist du eh wieder weg, ne? Ja. Schauen wir mal hier.
einen Diplomaten angreifen, wurde erfolgreich abgeschlossen. Hermano Erba ist jetzt auf Stufe 2. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Enrico Emilione ist der Assassin-Gilde beigetreten. Assassinsiegel verliehen. Nice. Der Feind meines Feindes. Fabiola Fornari ist jetzt Assistente. Und auch Bettina Liotti ist Assistente. Rinaldo Rocca ist auch Assistente. Und Valeria Viozzi ist auch Assistente. Oh, stand nicht mit dem Pfeilhagel. Gut, wir haben jetzt aber den Pfeilhagel. Und der Pfeilhagel macht was? Den Pfeilhagel. Ich glaube, das ist gedrückt halten, LB. Dann kommen einfach Pfeile geschossen und die Leute kippen halt tot um. Die Wachen. Was ziemlich cool ist. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt. Hier haben wir Waffen gemacht. Geben wir auch mal eine Rüstung, oder? Ja, macht Sinn. Geben wir ihr auch mal eine Rüstung. Und bei ihr gehen wir mal auf Doppelrüstung. Ja, tatsächlich möchte ich bei ihr jetzt mal auf Doppelrüstung gehen. So ist sie schon ein richtiger Tank. Und bei dir gehen wir mal auf Doppelwaffen hier. Ja, die versteckte Klinge ist die wichtigste Waffe. Warum kann ich die nicht ändern? Noch nicht. Das verstehe ich noch nicht. Aber egal. Zwei Fähigkeitspunkte. Bei dir gehe ich mal auf ausgeglichen. Und du hast einen Fähigkeitspunkt. Ich gebe dir mal eine Waffe als Kerl. Und da haben wir noch unseren nächsten Dude. Der ist noch im falschen Outfit. Sehr schön. Das ist Enrico. Ich finde das so cool gemacht, ne? Ich mag das richtig gerne. So, Konstantinopel. Wir haben neue Aufträge? Nein, haben wir nicht. Kupferherz. Ey, das wird ein 7% nur Wahrscheinlichkeit, dass wir es packen. Das ist einfach noch zu krass für uns. 11% ist auch nicht gut. Also Konstantinopel erstmal für uns Geschichte. Was können wir denn noch in Köln machen? Guck mal, in Köln schicken wir mal die beiden hin, oder? Das macht eigentlich keinen Sinn. Eigentlich will ich den ziehen. Eigentlich will ich den gerne ziehen. Ich schicke da mal von denen einen hin. Und zwar die Lady. Ich möchte den hochziehen in dem schwereren, in der schwereren Mission, den Level 1er. So, und dann kann unsere Level 3erin auch noch eine Mission sich aussuchen. Und zwar in Venedig. Einen Doktor eliminieren. Das dürfte 100% sein ab Level 3, oder? Ja, perfekt. Sehr schön. Dann schicken wir unsere Leute wieder los. Und dann passt das. Oh, ich finde das so nice. Ich liebe dieses System. Ist einfach nur cool. So, weiter geht's. Ne, zu dem Botschafterturm kommen wir auch noch nicht. Kommen wir überhaupt weiter in der Hauptstory? Dürfen wir hier noch nirgends hin? Keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, ne? Gucken wir uns mal den Borgia-Turm an, ob es da lang geht für uns. Ich weiß echt nicht, was das soll. Ich meine, hier kommen wir ja noch gar nicht hin. Ah, hier gibt es die Einkerbung. 20.000 Flori wurden uns gerade eingezahlt in unseren Tresor. Mit Investitionen. Gewinne. 1200 Flori Gewinn gemacht. Nice. Mit den Investitionen. Sehr cool. Gefällt mir. Für würde ich einen Daumen hoch geben, ne? Bin mal gespannt, ob wir da überhaupt zum Borgia-Turm hin dürfen. Oder ob wir erstmal echt nur die Hauptstory weitermachen können. Aber vielleicht können wir den Borgia-Turm ja machen. Ich sehe ihn sogar schon. Den Turm. Den Turm der Borgia. Und wir dürfen da noch nicht hin. Okay. Ich würde dann einfach sagen, wir begeben uns da weiter in der Hauptstory, oder? Ich glaube, mit der Hauptstory dürfte das dann aufgelöst werden. Da können wir noch einen Assassin rekrutieren, Aussichtspunkt mitnehmen. Das alles und noch viel mehr machen wir aber erst im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.